Und wir bleiben beim Thema. Zugeschaltet ist uns jetzt Gitta Connemann von der CDU. Sie ist Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Einen schönen guten Tag, Frau Connemann. Guten Tag, Frau Connemann. Frau Connemann, wir stecken in einer Energiekrise und das Signal von Bund und Ländern ist zunächst einmal Streit und dass man sich nicht einigen kann. Das ist doch ein verheerendes Signal von der Politik an uns alle, an Verbraucher und an die gesamte Bevölkerung. Auf den Punkt gebracht, Politik ist immer auch Psychologie und derzeit ist das Signal, wir haben keine Lösung als Politik und das ist fatal. Was die Menschen, aber auch die Betriebe jetzt brauchen, sind keine Gespräche mehr, sondern Konzepte und der klare Wille, jetzt zu Lösungen zu kommen. Ja, aber das heißt ja, dass Regierung und Opposition natürlich auch zusammenarbeiten müssen. Und die Gaspreisbremse, das war der kleinste gemeinsame Nenner. Doch auch Ihre Forderung, wann muss die denn jetzt kommen? Und vor allen Dingen die Finanzierung, wie muss das jetzt gelöst werden? Das kann ja nicht erst in 4 Wochen passieren, das muss schnell kommen. Diese Gaspreisbremse wie auch ein Strompreisdeckel müssen sofort kommen. Denn wir haben jetzt die Betriebe, die keine Planungssicherheit mehr haben, denen zum Teil keine Energielieferverträge mehr angeboten werden oder die vor einer Ver-X-Fachung der Kosten stehen, mit übrigens allen Auswirkungen für Arbeitsplätze, für Ausbildungsplätze. Wir haben aktuelle Umfragen, die uns sagen, dass egal ob im Hotel-, Gaststättenbereich, in der Industrie, im produzierenden Gewerbe, wir vor Produktionsaufgaben stehen, Betriebsstilllegung oder aber Verlagerung in das Ausland. Hier ist höchste Eisenbahn angesagt und das muss eher heute als morgen passieren. Die Nachfrageseite wird ja oft adressiert, zum Beispiel die privaten Haushalte werden zum Sparen aufgefordert. Aber blicken wir mal auf die Industrie. Da hält sich die Politik momentan, die Regierung, sehr bedeckt. Gerade am Ende der Wertschöpfungskette könnte man doch genaue Industriezweige zum Einsparen auffordern. Das ist natürlich ein schwieriges Feld, aber sehen Sie da den Handlungsraum schon völlig ausgeschöpft? Er ist so gut wie ausgeschöpft, denn jeder Betrieb, den ich kenne, und das sind einige, hat alles an Potenzial, was möglich ist, bereits realisiert. Denn es geht ja um horrende Kosten. Wenn ich gestern bei einem Mittelständler bin, der sagt, im letzten Jahr musste ich für Energie 15 Millionen aufbringen und in diesem Jahr muss ich dafür 50 Millionen zahlen, also eine Verdreifachung der Kosten bei einem Gewinn von nur 20 Millionen, dann heißt das, es ist eine Überlebensfrage für jeden Betrieb, alle Einsparpotenziale zu realisieren. Das ist passiert. Was die Betriebe jetzt brauchen, sind bezahlbare Strom- und Gaspreise. Und da muss die Regierung endlich liefern und nicht mehr reden. Aber wir haben doch das 200-Milliarden-Paket. Und der Kanzler hat ja auch gesagt, dass mit dem Entlastungspaket Nummer 3, wenn man sich da jetzt endlich darauf einigt, dass es dann sogar 295 Milliarden sind und der Bund mit 245 Milliarden sich daran beteiligt. Also das müsste doch ausreichen. Bei den Betrieben ist von den angesagten Milliarden bislang kein Cent eingegangen. Von den Entlastungspaketen 1 und 2 waren Betriebe nicht adressiert. Das gilt ebenso für konzertierte Aktionen oder Mittelstandspapieren von Robert Habeck. Das heißt, es gibt bislang keine Entlastung für die Betriebe, mit einer Ausnahme, die Gasumlage ist gestoppt worden, die ja eine zusätzliche Belastung gewesen wäre. Was die Betriebe jetzt brauchen, ist bezahlbare Preise. Das fängt übrigens mit einer Ausweitung des Energieangebots an. Und da ist es grob fahrlässig, dass auch gestern in dem Gespräch des Kanzlers mit dem Ministerpräsidenten das Thema Atomenergie ausgespart worden ist. Die Abschaltung des Atomkraftwerks Lingen zum 01.01.2023 heißt, dass 10 Millionen Haushalte, die derzeit mit Atomstrom versorgt werden, dann keinen Atomstrom mehr bekommen werden. Wir müssen jede Kilowattstunde ans Netz bringen. Auch das gehört zur Debatte dazu. Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz, der kritisiert ja auch die Kommunikation der Regierung und sagte, dass Olaf Scholz inzwischen jongliere mit diesen ganzen Milliardensummen und man wisse gar nicht mehr, wann geht es eigentlich um das Entlastungspaket und wann geht es um den Gaspreisdeckel oder die Bremse. Wie sehen Sie das? Ist das vielleicht auch eine taktische, kommunikative Strategie des Kanzleramts, um von der drohenden Pleitewelle abzulenken? Droht sie denn Ihrer Meinung nach? Die Pleitewelle droht nicht mehr, sie findet statt.
wenn Sie die Umfragen sich anhören von Familienunternehmern, von Dehoga oder aber vom Verband der Automobilindustrie, dann sagen die Zahlen ganz deutlich, Betriebe schließen, Betriebe legen Produktion still, Betriebe wandern ins Ausland ab. Das ist derzeit Realität. Und ich würde mir wünschen, dass die Ampel endlich wach wird. Was muss noch passieren, damit sie liefern? Und da geht es nicht um Parteistreitigkeiten oder Auseinandersetzungen. Es geht um Lösungen für die Betriebe. Denn wenn der Mittelstand seine Türen schließt, bedeutet das katastrophale Auswirkungen für den Standort Deutschlands als Wirtschafts-, als Arbeits-, aber auch als Investitionsstandort. Und wir brauchen endlich einen Weckruf, der durch die Ampel geht. Sagt Gitta Konnemann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit, Frau Konnemann. Dankeschön. Sehr gern.